Die Ems, lebensspendender Fluss und gedeihliche Heimat vieler Geschöpfe auf Gottes Erde. Danke Gott. Doch wie kann die Ems einen Höhenunterschied von 848 Meter durch eine angebliche Erdkrümmung überwinden, obwohl der Teutoburger Wald nicht mal 400 Meter hoch ist? Wieso fahren wir nach oben, obwohl wir runterfahren? Und warum ist das angebliche Gehirn des Mannes vom Stamme der Bekloppten nur noch als Petrischale nützlich? Ich bin mir sicher, dass er selbst zur Auflösung dieser Fragen sehr viel beitragen kann. Ein weiterer glanzvoller Stern hat sich am flachirdischen Firmament erhoben, um uns Unwissenden das Licht der Wahrheit und Erkenntnis zu bringen. Der Mann vom Stamme der Ostfriesen. In seinem Video »Flüsse und die angebliche Erdkrümmung« betrachtet er das Globusmodell auf eine sehr eigenwillige Art und Weise und offenbart ein Paradebeispiel flachirdischen Denkversagens. Interessanterweise stellt er eingangs die Frage, glauben Sie noch oder denken Sie schon? Und wie es bei solch rhetorischen Fragen üblich ist, beantwortet er sie uns in seinem Video selbst. Hier sehen Sie den Abschnitt der Ems von Höfelhof bis Telgte. Die Entfernung Höfelhof-Telgte beträgt 104 Kilometer. Höfelhof befindet sich 105 Meter über dem Meeresspiegel und Telgte 54 Meter über dem Meeresspiegel. Die angebliche Erdkrümmung soll bei einer Entfernung von 104 Kilometer stolze 848 Meter betragen. Das bedeutet, auf dieser Strecke soll der Fluss eine Krümmung, einen Höhenunterschied von 848 Meter überwinden. Wie soll das gehen, wenn wir hier in Höfelhof eine Höhe von 105 Meter haben und hier in Telgte eine Höhe von 54 Meter und der Fluss auf seiner gesamten Länge einen Höhenunterschied von nur 127 Meter überbrückt? Der Fluss entspringt hier und fließt weiter über Höfelhof, Riedberg und Reda-Wiedenbrück. Es sind die Ausläufer des Teutoburger Waldes. Wie sollen hier Höhenunterschiede von über 800 Meter vorhanden sein, wenn das größte Gebiet des Teutoburger Waldes nicht einmal Höhen von 400 Meter über dem Meeresspiegel erreicht und der höchste Punkt dieses Mittelgebirges, der Barmacken, nur 446 Meter hoch ist? Wie soll man die weiter oben berechnete Erdkrümmung von 848 Meter grafisch auf einer angeblichen Kugelerde mit Erdkrümmung darstellen? Die Darstellung von Höhen auf einer Erdkugel scheint dem Mann vom Stamme der Flachmaten also nicht möglich oder zumindest problematisch. Ich verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht, vor allem da er gleich selbst eine Seitenansicht einer flachen Ebene präsentiert. Schauen wir uns als erstes diesen Teilabschnitt der Ems in der Vergrößerung als Seitenansicht an. Das ist also seine Seitenansicht für das Modell der flachen Erde. Wir haben hier zwei Achsen, die X-Achse für die Länge und die Y-Achse für die Höhe. Die Höhe 0 der Y-Achse entspricht dem Meeresspiegel und auf dieser Höhe fahren Schiffe entlang der X-Achse. Auf einem Globus ist die X-Achse gekrümmt bzw. radial. Und auch auf ihr fahren Schiffe auf Niveau des Meeresspiegels entlang. Da die Höhe abhängig ist von ihrem Nullpunkt, also dem Meeresspiegel, ist die Y-Achse ebenfalls radial. An dieser Stelle möchte ich gerne etwas Grundlegendes klären. Häufig wird nun eingeworfen, dass das alles ja gar nicht möglich sei, dass das Wasser an der Erdkugel abfließen müsse und Menschen in Australien herunterfallen müssten, wenn die Erde eine Kugel wäre. Das heißt, man stellt die Gravitation in Frage. Es geht hier allerdings nicht um Gravitation. Es geht hier um die Seiten- oder genauer gesagt die Schnittansicht des Globusmodells und darum, wie man auf solch einem Modell die Erdkrümmung darstellt, um Berechnungen durchführen zu können. Die Gravitation ist eine Grundvoraussetzung, um diesen Vergleich überhaupt erst anstellen zu können. Unabhängig davon, ob sie real ist oder nicht, sie ist Teil des Globusmodells und als solches gilt es, sie anzuerkennen, sobald wir uns mit dem Globusmodell beschäftigen. Wir können sie auch gerne magische Kraft nennen oder wie auch immer ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihre radiale Wirkung nicht angezweifelt wird. Das heißt, der Begriff oben bezeichnet alles, was vom Erdmittelpunkt wegführt, und der Begriff unten bezeichnet alles, was zum Erdmittelpunkt hinführt. Wer das nicht akzeptiert, sabotiert im Grunde jede Diskussion zu diesem Thema, denn auch ich hätte im Gegenzug zu Beginn dieses Videos die Seitenansicht der flachen Erde damit abtun können, dass sie gar nicht möglich ist, weil die Erde ja nicht flach, sondern rund ist. Darum nochmal. Es geht hier nicht um die Gestalt der Erde oder irgendwelche physikalischen Gesetze.
Hier geht es jetzt nur um die korrekte Darstellung beider Modelle, um sie gegenüberzustellen und zu vergleichen. Um nun die Orte aus der Seitenansicht der flachen Erde auf die des Globus zu übertragen, ziehen wir einfach eine Hilfslinie herunter auf die Nulllinie des Globusmodells. Nun ziehen wir eine weitere Hilfslinie vom Kreismittelpunkt bis über den Scheitelpunkt unserer ersten Hilfslinie hinaus, entnehmen der Skala der Y-Achse die entsprechende Höhe und setzen einen Punkt. Das wiederholen wir, bis wir alle Punkte auf die Globusansicht übertragen haben, verbinden diese mit blauen Geraden und fertig ist unsere Globus-Seitenansicht. Natürlich ist die Erdkrümmung auf so eine kurze Strecke wie in unserem Beispiel bei weitem nicht so stark ausgeprägt. Das dient lediglich der Verdeutlichung. Wie soll man die weiter oben berechnete Erdkrümmung von 848 Meter grafisch auf einer angeblichen Kugelerde mit Erdkrümmung darstellen? Nachdem wir nun geklärt haben, wie so eine Seitenansicht dargestellt wird, kann die Reise langsam losgehen. Und ich verspreche euch, es wird richtig gut. Denn obwohl der Mann vom Stamm der Hirnlosen keinen blassen Schimmer hat, wie man so eine Krümmung grafisch darstellt, hält ihn das trotzdem nicht davon ab, uns eine zu präsentieren. Geiler Typ. Der macht alles selbst bei sich in der Gummizelle. Wenn das Auto kaputt ist, repariert er es selbst, obwohl er keine Ahnung hat wie. Er macht's einfach. Bock auf Kugelfisch? Na klar, kocht er. Wie sieht es nun auf einer angeblichen Kugelerde mit einer angeblichen Krümmung aus? Diese Grafik ist wie die Mona Lisa. Man muss es wirken lassen, dann kommt das Lächeln von selbst. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so haben. Hier ist so eine blaue Linie. Bin mir nicht sicher, ob das die Ems sein soll oder der Meeresspiegel. Und was hat diese gestrichelte Linie hier zu bedeuten? Ist hier ein Schatz versteckt oder was? Na gut, also was er richtig gemacht hat, ist die Orte auf die Globusansicht zu projizieren. Allerdings hat er dabei die Höhe nicht berücksichtigt. Er hat die Punkte einfach auf den Radius gesetzt und die Höhen darunter geschrieben. Auch die Skala der X-Achse ist nicht richtig, denn sie führt nicht entlang der Krümmung, sondern ist gerade. Da merke ich auch gerade, dass seine Y-Skala mit 40 beginnt statt mit 0. Naja, nun ist zu spät. Diese Ansicht ist jedenfalls zu nichts zu gebrauchen, weil er die beiden Achsen, die so eine Ansicht benötigt, um eine zweidimensionale Grafik zu erstellen, nicht angegeben hat. Gut, komm, die X-Achse würde ich ihm noch durchgehen lassen, aber eine 2D-Ansicht mit nur einer Achse ist halt auch nichts wert. Mal sehen, was er zu seiner Grafik zu sagen hat. Es soll dort ja von Hövelhof über 104 Kilometer nach Telgte eine Erdkrümmung von 848 Meter vorhanden sein. Der Fluss also auf dieser Distanz 848 Meter Höhenunterschied überwinden. Der Fluss soll dann die Hälfte der Distanz bis Kilometer 52, 424 Meter kontinuierlich hochfließen. Und dann soll er die restlichen 52 Kilometer, 424 Meter kontinuierlich wieder runterfließen. Doch die Orte Riedberg, Reda-Wiedenbrück, Hasewinkel und Warendorf liegen in der Realität tiefer als Hövelhof. Auf dieser irren Kugel müssen all diese Orte jedoch hunderte von Metern höher liegen. Und die Quelle, die sich hier etwa befindet, liegt dann auch noch tiefer als alle anderen Orte? Okay, alles klar. Der Mann ohne Hirnstamm hält sich eindeutig nicht an unsere Abmachung. Er bedient sich grafisch des Globusmodells, zumindest versucht er es, negiert in seiner Ausführung der Globustheorie jedoch die Gravitation. Kapiert ihr, was hier passiert? Er tut so, als würde er die Globustheorie kennen, aus ihr rezitieren und innerhalb der Globustheorie einen Fehler finden. Er stellt eingangs die Frage: Wie sieht es nun auf einer angeblichen Kugelerde mit einer angeblichen Krümmung aus? Er suggeriert damit, dass er die Globustheorie kennt und sie korrekt wiedergibt. Auch mit der nächsten Aussage suggeriert er, dass er sich auskennt, indem er zu erwartende Daten angibt. Es soll dort ja von Hövelhof über 104 Kilometer nach Telgte eine Erdkrümmung von 848 Meter vorhanden sein. Nur um anschließend dann einen Bestandteil der Theorie, auf die er sich die ganze Zeit beruft, unter den Tisch fallen zu lassen, indem er behauptet, dass das Wasser bergauf und anschließend wieder bergab fließen müsse. Nein, das Wasser müsste nicht bergauf fließen. Das kann jeder Pappschädel nachlesen und es gibt zig Videos dazu auf YouTube und anderen Internetseiten. Hier wird Flacherdentheorie auf dem Globus angewandt. Denn auf der flachen Erde gibt es keine Gravitation, die auf Körper wirkt, sondern das Konstrukt der Dichte, das erklärt, warum Körper fallen oder steigen. Hier wird nicht die Globustheorie angewandt, sondern der Flachbus entdeckt, die Kugelerde mit Flacherdentheorie.
In der Rhetorik spricht man bei dieser Art von Täuschung oder meinetwegen auch Trugschluss, wie sie der Mann vom Stamm hier anwendet, von einem Strohmann-Argument. Ist jetzt auch nichts Neues unter der flachen Sonne, aber nach wie vor wird es praktiziert. Ich unterstelle Flachisten nicht per se, dass sie dumm sind. Ist meiner Meinung nach ein genauso voreiliges Urteil wie eine Mauer zu bauen, um Einwanderer abzuhalten. Aber manche Flachmaten machen es mir da wirklich sehr schwer, diese Meinung beizubehalten. Nicht so der Mann vom Stamm der Fischköppe. Bei der schwachen geistigen Leistung, die der Typ hier an den Tag legt, kann er froh sein, dass seine Birne nicht die Atmung einstellt. Ist euch eigentlich das hier aufgefallen? Der Fluss soll dann die Hälfte der Distanz bis Kilometer 52, 424 Meter, kontinuierlich hochfließen? Und dann soll er die restlichen 52 Kilometer, 424 Meter, kontinuierlich wieder runterfließen? Nein, du Blitzbirne. Das heißt, von hier nach da 104 Kilometer. Das ist die Distanz. Und von hier nach da 848 Meter. Das ist die Erdkrümmung. Stattdessen teilt dieser Gehirnakrobat den Wert der Erdkrümmung durch 2, um das anschließend auf die Distanz der Orte zu verteilen. Aber der Mann vom Stamme der Ostfriesen wäre wohl nicht in meinem Video gelandet, wenn er seine Intelligenz nicht noch weiter gnadenlos torpedieren würde. Ich möchte behaupten, dass das Folgende alles in den Schatten stellt, was ich bisher in meinem Leben an Dummheit gesehen und erlebt habe. Und wer hier die ganze Zeit richtig gut aufgepasst hat, der hat es vielleicht selbst schon bemerkt. Ich habe es festgestellt, als ich seinen Ausführungen zu Beginn seines Videos folgte. Hier sehen Sie den Abschnitt der Ems von Höfelhof bis Telgte. Die Entfernung Höfelhof-Telgte beträgt 104 Kilometer. Hier hat sich ein klitzekleines Fehlerchen eingeschlichen, das eigentlich keiner Erwähnung bedarf. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Mann vom Stamm seine 104 Kilometer Distanz von Höfelhof nach Telgte falsch bemaßt hat. Nun mag es dem einen oder anderen scheißegal sein, wie da der Pfeil eingezeichnet ist, aber ich frag mich, ob hier einfach nur der Pfeil falsch eingezeichnet wurde oder ob er die Strecke falsch gemessen hat. Wenn es um die Distanz zweier Punkte geht, verbinden wir diese beiden Punkte mit einer Geraden. Schließlich wollen wir ja von Höfelhof nach Telgte gucken und wissen, wie viel auf dieser Entfernung von der Erdkrümmung verdeckt wird. Also prüfe ich das bei Luftlinie Org. Und siehe da, von Höfelhof nach Telgte sind es nicht 104 Kilometer, sondern 62,6 Kilometer. Wow! Das ist ein sattes Drittel weniger. Wo zum Henker kommen denn jetzt auf einmal die 41 Kilometer Flacherdenbonus her? Die Antwort darauf gibt der Mann selbst bei Minute 4:50 seines Videos. Da präsentiert er eine Auflistung der Distanzen eines Radwanderweges, der entlang der Ems führt. Zieht man hier Telgte von Höfelhof ab, also 111 Kilometer minus 7 Kilometer, erhält man 104 Kilometer. Und jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Augenblick, um diesen Moment der Erkenntnis zu genießen und voll auskosten zu können, bis es schmerzt. Oh, wie weh das tut, wenn einem klar wird, was der Typ da gemacht hat. Ah, habt ihr... Oh, spürt ihr das auch? Das ist... Oh Mann. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Der Mann vom Stamme der Irrtümer möchte die Erdkrümmungsformel auf einen Teilabschnitt des Flusses Ems anwenden. Er möchte also herausfinden, wie viel Meter von Höfelhof nach Telgte auf einer Kugel verdeckt werden. Für seine Berechnung benötigt er die Distanz dieser beiden Orte. Um diese herauszufinden, nimmt er die Strecke eines Radweges, der entlang des Flusses führt und beide Städte miteinander verbindet. Das lässt nun genau zwei Möglichkeiten zu. Entweder der Mann ohne Hirnstamm ist ein anatomisches Wunder, dessen Auge beim Betrachten eines Objekts aus der Augenhöhle herausploppt, dem Flusslauf der Ems folgt und von dort aus an irgendeiner Stelle zum betrachtenden Objekt abbiegt, oder aber er hat nicht die geringste Ahnung davon, was er da tut. Wenn es ihm darum geht, die Erdkrümmung zu berechnen, wozu braucht er da eigentlich den Fluss? Mit der Erdkrümmungsformel lässt sich die Entfernung zum Horizont berechnen. Was spielt es da für eine Rolle, wie viel Meter über dem Meeresspiegel die einzelnen Orte liegen, die der Fluss passiert? Er benötigt die Distanz beider Punkte und deren Höhe, nicht aber die Höhen der dazwischenliegenden Orte. Ah, schon wieder so ein Moment, in dem ich einem Flacherdler nicht folgen kann. Es ist wirklich frustrierend. Offensichtlich scheint die Höhe des Flusses ein Thema für den Mann zu sein. Der Fluss entspringt im Süden und fließt also kontinuierlich bergab hinunter in den Norden. Jetzt ist es jedoch meistens üblich zu sagen, der Fluss fließt hoch in den Norden,
obwohl es von der Höhe her runtergeht, wie in diesem Fall von 127 Meter auf 0 Meter über dem Meeresspiegel. Diese ganze Begriffsverwirrung kommt dann auch noch deutlicher hier zum Ausdruck. Die Menschen aus dem Süden Deutschlands, zum Beispiel aus Bayern, fahren dann hoch in den Norden, an die Ostsee, obwohl sie aus den Bergen kommen, also runterfahren. Und die Menschen, die oben im Norden, zum Beispiel an der Nordsee wohnen, machen dann Urlaub unten in den Bergen, obwohl sie von 0 Meter über dem Meeresspiegel bis auf 1000 Meter und mehr hochfahren. Ist das nicht irre? Tja, das ist wirklich irre. Dieses blöde Rauf und Runter. Man sollte meinen, dass es einfacher wäre, die Höhenlage aller Orte dieser Welt auswendig zu wissen. Dann würde man aus Leipzig hoch nach München fahren. Oder aus Dingendongen runter nach Schlotnowotski-Nitschkiborsk. Stattdessen müssen wir uns vier Himmelsrichtungen merken, um die Lage eines Ziels anzugeben. Tja, die Welt ist eben kompliziert geworden. Und beim Krabbenpoolen im Schlick kommen einem dann solch revolutionäre Gedanken. Zeit, die Daten dieses unkonventionellen Genies und Vordenkers mal in einen Rechner einzugeben. Dazu bediene ich mich des Rechners, den er unter seinem Video verlinkt hat. Höhe des Beobachters 105 Meter, Abstand 104 Kilometer, Ergebnis 356 Meter. Passt nicht. Er muss noch einen höheren Abstand eingegeben haben, um auf 848 Meter zu kommen. Oder aber, natürlich, die Knalltüte hat die Höhe des Beobachters nicht angegeben. Passt. Nun wissen wir also, dass dieser Typ hier... Wie sagt der Astrokomiker Professor Harald Lusch dann auch so treffend? Das ist die ganz harte Nummer. Mathematik. Nicht einmal in der Lage ist, zwei Zahlen in die vorgegebenen Felder eines Rechners korrekt einzugeben. Das ist ein Online-Rechner, also ein Tool, das die gewünschte mathematische Operation vereinfacht durchführt. Bei der Verwendung so eines Tools würde ich nicht gerade von mathematischer Höchstleistung sprechen. Das ist so, als würde ich einen Filter auf ein Foto anwenden und anschließend meinen, ich würde Bildbearbeitung beherrschen. Sie haben gesehen, die Erdkrümmung ist Schwachsinn und eine große Lüge. Die Erdkrümmung wird durch die eigens dafür erfundene Erdkrümmungsformel widerlegt, mit der ganz harten Nummer Mathematik. Die Erdkrümmung wird durch die eigens dafür erfundene Erdkrümmungsformel widerlegt. Überlegen wir doch mal, was der Typ da eigentlich sagt. Seine Aussage bedeutet, dass die Erdkrümmungsformel die Erdkrümmung nicht beweist. Sie ist also falsch. Doch wenn sie falsch ist, wie kann man dann mit ihr die Erdkrümmung widerlegen? Sie ist ja schließlich falsch. Das macht keinen Sinn. Noch weniger Sinn macht es, eine Formel zu präsentieren, die die Erdkrümmung beweisen soll, in Wahrheit aber genau das Gegenteil macht und die Erdkrümmung widerlegt. Wenn ich der satanische Herrscher der flachen Erde wäre, der die Menschheit glauben machen wollte, die Erde sei ein Globus, würde ich diese Formel aber ganz schnell verbuddeln. Es sei denn, ich wäre so blöd, dass ich gar nicht merke, dass diese Formel die Erdkrümmung widerlegt. Wenn ich aber so blöd wäre, das nicht zu merken... Lassen wir das lieber. Dieser Satz ist inhaltslos. Unsinniges Gefasel. Er mag mächtig klingen, wenn er am Ohr vorbeirauscht. Wenn er aber in ein funktionierendes Gehirn eindringt, verliert er nicht nur an Wirkung, er richtet sich sogar gegen seinen Redner. Die Erdkrümmung wird durch die eigens dafür erfundene Erdkrümmungsformel widerlegt. Um die Erdkrümmung zu ermitteln, wird die Erde geometrisch als Kreis betrachtet und diesen berechnen wir mit Hilfe von trigonometrischen Funktionen. Das ist keine abstrakte Formel wie E gleich mc², das ist Trigonometrie, Winkelfunktion, Pythagoras. Wenn das falsch wäre, dann würde hier gar nichts mehr funktionieren. Es ist absolut absurd, sowas zu behaupten. Vor allem kann jeder zu Hause prüfen, ob es wahr ist. Einfach mal ein Dreieck zeichnen und die Seitenlängen und Winkel messen und anschließend berechnen. Mal darüber nachdenken, was man da tut und was das alles zu bedeuten hat. Es verstehen, statt eine App oder einen Online-Rechner zu verwenden. Dann kommt man auch nicht auf solch krude Gedanken, dass das alles erfunden und falsch sei. Sie haben gesehen, es gibt keine Erdkrümmung. Und wenn es keine Erdkrümmung gibt, dann ist die Erde auch keine Kugel. Wenn die Erde keine Kugel ist, dann kann sie sich auch nicht mit bis zu 1600 Kilometer pro Stunde um sich selbst drehen. Und alle Theorien, die im Zusammenhang mit dieser um sich selbst drehenden Erdkugel gebracht werden, sind dann auch nur Theorien. Oder deutlicher ausgedrückt, es sind Lügen. Die angebliche Erdkugel und das damit verbundene Weltbild ist seit 500 Jahren ein krankes Fantasiegespinst
und eine Ausgeburt dunkler, dämonischer Kräfte. Verabschieden Sie sich ein für allemal von diesem satanischen Weltbild und kloppen Sie diese Erdkugel einfach in den Müll. Und natürlich auch alles, was damit zusammenhängt, wie das angebliche Weltall, einfach weg damit. Natürlich auch die damit verbundene Raumfahrt mit ihren Fantasieobjekten wie der ISS, alles fake. Ab in den Mülleimer und den ganzen restlichen anderen Schwachsinn gleich hinterher. Ich habe hier auch was gefunden, was man einfach in den Müll kloppen sollte. Das hier, das und das hier auch. Hier ist wieder einmal deutlich geworden, dass das gewünschte Ergebnis im Vordergrund steht, nicht der Weg, der dazu führt. Wo andere Flacherdler wenigstens noch einfallsreich und, ich sag mal, fantasievoll sind, beginnt die fantastische Reise des Mannes vom Stamme der Ostfriesen in die Abgründe der Idiotie. Um ihn der Ahnungslosigkeit zu überführen, habe ich weder gerechnet noch Naturgesetze behandelt. Ich habe lediglich zugehört und nachgedacht. Das reicht in den meisten Fällen, um jeglichem Unsinn auf die Schliche zu kommen. Einfach zuhören und darüber nachdenken, was da gesagt wird. Kann doch nicht so schwer sein.